Auf dem Weg zu einem schnellen Comeback habe ich in der Reha hart gearbeitet und alle konservativen Mittel ausgeschöpft. Leider nicht mit dem gewünschten Erfolg, Schmerzen loszuwerden und auf den Platz zurückzukehren. Nun habe ich mich zu einem operativen Eingriff entschieden, welcher für mich die komplett verlorene Saison vorzeitig beendet, schrieb der Mittelfeldspieler am Mittwoch bei Facebook. Der 27-Jährige kam in der Spielzeit nur im Supercup gegen Rekordmeister Bayern München 6:7 zum Einsatz. Rode kündigte an, dass er optimistisch bleiben und hart an seinem Comeback arbeiten werde. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis Juni 2020.